Pa Dardai strahlt Zuversicht aus auf dem Weg zum großen Ziel, das ihm wichtiger ist als ein Champions-League-Platz, hat er selbst gesagt. Gleichzeitig hat der Ungar einen Heidenrespekt vorm Zweitligisten, bei dem Kapitän Marc Schnatterer seine Jungs noch mal richtig heiß macht. Tolle Pokalstimmung in der Volt Arena. 1500 mitgereiste Fans aus der Hauptstadt. Die Gastgeber in Rot in der ersten Hälfte von rechts nach links. Hertha mit leichten Konzentrationsschwierigkeiten bei Minusgraden. Dann im Strafraum die Chance für Finne. Heute eine von zwei Sturmspitzen neben Thomas. Jahrstein muss klären, nachdem Hertha bei der Einwurfsituation unaufmerksam war. Der anschließende Eckball durch Schnatterer. Und Achtung, Falltor! Arne Feig, der aufgerückte Linksverteidiger. Hertha besetzt beide Pfosten bei dieser Ecke nicht. Und Jahrstein patzt. Diesen Treffer muss er auf seine Kappe nehmen. Auch die Berliner Verteidigung sieht nicht gut aus in dieser Szene. Der Achte der zweiten Liga in Führung. Das ist ganz nach seinem Geschmack. Frank Schmidt, Urgestein in Heidenheim. Er weiß ja, wie es geht. Hat mit Fürstenbergsreuth damals als Spieler die Bayern in der ersten Runde rausgeworfen. Hertha versucht, cool zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, und über die Flügel zu spielen. Haraguchi rechts raus auf Darida, der doch dabei ist. Seine Flanke findet Ibisevic. Ibisevic, 1:1. Vedat Ibisevic im Stile eines klassischen Torjägers. Darida mit der Vorarbeit. Weiser hat auch den Kopf noch dran. Und dann macht der bosnische Nationalspieler den Job eines Goalgetters einfach perfekt. So lässt sich's wieder leichter leben für Pal Dardai. Alles auf Anfang und Hertha setzt nach. Ist jetzt souverän. Mitchell Weiser, der aufgerückte Rechtsverteidiger, wieder Ibisevic. Abgefeiert auf der Hertha Bank. Ein Doppelpack von Ibisevic. Stark gespielt, wieder über die rechte Seite. Weiser immer mit aufrückend. Und dann Ibisevic direkt aus dem Lauf. Eiskalt verwandelt. Hertha ist jetzt die klar bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, mit den besseren Staffetten, technisch besser. Wieder Weiser und wieder Ibisevic. Da hätte er die dritte Nummer machen können an diesem Abend. Beste Laune natürlich bei den Hauptstadtfans. Dann dieses Foul von Schjelbred. Es gibt Freistoß. Eine Sache für den Spezialisten, für den Kapitän, für Marc Schnatter. Gefährlich! Tolle Szene nochmal kurz vor dem Seitenwechsel. Der Bundesliga-Dritte mit einer 2:1-Führung zur Pause und nach Anfangsschock in der Folge dann doch bestimmt. Aber nur mit einem Tor vorn. Und das gibt ihnen hier Hoffnung. Die Fans des Gastgebers unterstützen ihr Team. Arne Feig mit der Freistoßsituation. Langkamp fast ins eigene Netz. Der Berliner Innenverteidiger. Da wäre Jahrstein nicht mehr dran gekommen. Ja, schade. So eine Situation braucht seine Mannschaft natürlich, die auch in der Folge dann die unterlegene Elf ist. Hertha das bessere Team. Kein Wunder bei dem Klassenunterschied. Herüber kombiniert auf die rechte Seite, dann auf links zu Haraguchi. Slalomlauf, Tor! Genki Haraguchi, der Japaner. Oft durch Dribblings überzeugend, aber selten mit einem guten Abschluss. Darida mit dem Pass herüber und dann Haraguchi gegen drei Slalomstangen mit den Namen Philipp, Titsch, Rivero und Wittek. Beim letzten
durch die Beine und hinein ins Glück. Eins zu drei. Das ist so etwas wie eine Vorentscheidung. Hertha könnte jetzt den Deckel drauf machen. Setzt nach. Haraguchi, diesmal auf rechts. Links jetzt Vandenberg, der für den Oberschenkel gezerrten Kalou gekommen ist. Und dann Darida. Was für eine Möglichkeit für den tschechischen Nationalspieler. Müller, im Pokal immer im Tor, hat die Finger dran. Hertha versäumt es hier, das 1:4 zu erzielen. Und Heidenheim gibt im Schneegestöber auf der Schwäbischen Alb nicht auf. Eckball, Schnatterer und dann der Kopfball. Ganz gefährlich von Tich Rivera. Abgefälscht noch, der anschließende Eckball bringt nichts ein. Pal Dardai sieht jetzt nicht so richtig glücklich aus. Seine Mannschaft steckt zurück, lässt nach. Schellbrett vor dem eigenen 16er. Dann Rückpass in denselben. Dort Weiser mit einem leichtsinnigen Pass. Will seinen Fehler wieder ausbügeln. Und dann diese Attacke gegen Leipertz. Dennis Aitekin zeigt sofort auf den Punkt. Und da gibt es keine Diskussion. Das ist ein Foul-Elfmeter. Trifft hier den Fuß von Leipertz. Leichtsinnige Attacke von Weiser. Schnatterer, der Spezialist. Gegen Jahrstein. Ganz sicher und souverän. 2:3, 82. Minute, 8 Minuten Zeit, noch alles drin. Er guckt auf die Uhr und Schnatterer fordert nach seinem verwandelten Strafstoß die Fans nochmal auf, alles zu geben für die Mannschaft. Die hängt sich nochmal richtig rein. Hertha wackelt jetzt ein bisschen, steht hinten drin. Und dann der eingewechselte Halloran, der australische WM-Teilnehmer mit diesem Distanzschuss. Wie lange noch? Pal Dardai fragt, wann ist Schluss? 4 Minuten Nachspielzeit. An der gegnerischen Eckfahne Hertha. Und dann kommt der erlösende Pfiff. Hertha steht im Halbfinale. Frank Schmidt dankt auf der Gegenseite seinem Team, das sich teuer verkauft und nie aufgegeben hat. Jetzt kommen wir nochmal zurück und ja, dann weiß man immer, was alles möglich mit vielleicht einem Lucky Punch, dass man hier noch sich in die Verlängerung rettet. Aber ja, man muss auch sagen, dass natürlich Hertha vorne ein bisschen effektiver war, sich mehr Chancen rausgespielt hat. Und deswegen im Endeffekt haben sie auch verdient gewonnen, obwohl es am Schluss auch nochmal ein bisschen enger war. Munter putzen, wir sind raus im Pokal, waren im Viertelfinale, konzentrieren uns jetzt auf die Liga, spielen am Samstag gegen Sandhausen und da wollen wir erfolgreicher sein wie heute. Hertha macht den vorletzten Schritt Richtung Traumziel, ein Feiertag für Team und Fans. Wir haben es ja mitbekommen, was es für die Fans bedeutet und wollen das unbedingt schaffen. Natürlich haben wir noch ein Spiel vor der Brust, das ist Halbfinale und das wird schwer genug sein. Das passende T-Shirt zum Erfolg des Abends hat man auch heute dabei. Aber wer denn soll nun der Nächste sein, bitte? Ich wünsche nur eins. Ja, für mich ist egal, welcher Gegner, aber nach Berlin. Ja, in Berlin, in unserem Stadion. Dann werden wir sehen, wie wichtig ist das für unsere Stadt und dort zu Hause ein schönes Spiel erleben. Das ist auch Ihr innigster Wunsch. Die Fans Dardai und Co. haben heute alles dafür getan. Der Rest ist Glückssache und der Job, der losfällt.